Was braucht der Mensch zum Leben? Licht. Luft. Wasser. Essen. Liebe. Und ein Ziel. Wie fortgeschritten sind wir heute? Wo ist unsere Liebe? Wann sehen wir Licht? Wir verschmutzen unsere Luft. Wir verpesten unser Wasser. Wir verlieren unsere Wurzeln zur Natur. Das ist jetzt uns heute im Maul! Öl ist endlich und kann nur dank neuer Technologien unter größten Umweltzerstörungen ein bisschen länger gefördert werden. Aber dann ist schlagartig vorbei. Öl ist nicht nur für die globale Logistik und der Energiegewinnung von Bedeutung, sondern für jeden Einzelnen. Wovon lebt die Wirtschaft? Was wird alles produziert? Unsere Kunststoffe sind abhängig von Öl. Neben Plastik auch Dünger, Pharmazeutika, Reifen. Unsere Erde ist endlich und so auch die Rohstoffe auf unserer Erde. So werden wir nie unendlich wachsen können und immer mehr Menschen mit dem Maß an Energie versorgen können. Zum Beispiel auch Phosphat, was massig als Dünger in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt wird, wird knapp. Lithium wird nie reichen, um alle Autos mit Strom zu versorgen. Und Wasser, sauberes Trinkwasser, geht in vielen Ländern zu Neige. Unsere Wirtschaft ist abhängig von steigendem Wachstum. Dies kann auf einem endlichen Planeten allerdings nicht funktionieren. Irgendwann ist auch das letzte Niedriglohnland gefunden und die letzten Bodenschätze geraubt. Dann wartet der Kollaps.
Wir leben auf Kredit. 2 Billionen Euro waren es im März 2012 bei der Bundesrepublik Deutschland. Andere Länder sind noch höher verschuldet. Wie sollen diese Schulden in Zukunft noch erwirtschaftet werden? Und wer glaubt an seine Rente? Darüber hinaus ist unser Finanzsystem sowieso nicht für die Ewigkeit gemacht. Hätte man jemandem auf der Erde vor 2000 Jahren einen einzigen Cent geliehen, den mit 5% verzinst, was ja nun wirklich ein freundliches Angebot ist, hätte der einem bei ausbleibender Rückzahlung nach 15 Jahren schon 2 Cent geschuldet. Nach 30 Jahren schon 4 Cent. Nach nur 1450 Jahren allerdings schon eine ganze Erdkugel aus purem Gold. Und heute wäre der einem 286 Milliarden Mal seinen Heimatplaneten aus purem Gold schuldig. Das einzige Problem daran ist, sie leben nicht so lange. Wenn ich unseren Einfluss auf die Umwelt die letzten 100 Jahre und speziell die letzten Jahrzehnte betrachte, ist es für mich ein Wunder, dass Leben auf der Erde überhaupt noch möglich ist. Denn unsere Landwirtschaft ist Krieg. Fungizide, Pestizide, Insektizide, Herbizide töten alles Leben auf der Pflanze und im Boden. Und vergiften die Pflanze und die Früchte, die wir essen, natürlich auch. Dazu bearbeiten wir die Böden völlig falsch, dass wir jedes Jahr Humus abbauen und an Böden verlieren und so immer mehr Land zur Wüste wird. Damit nicht genug, schmeißen wir unseren Müll überall hin, in die Meere, auf die Flächen und vergiften damit unsere Böden nochmal. Die Luft und das Wasser verpesten wir sowieso. Und wie gehen wir mit den besten Freunden des Menschen, den Tieren, um? We enter as lords of the earth, bearing strange powers of terror and mercy alike. Human beings should love animals as the knowing love the innocent, and the strong love the vulnerable. It seems the fate of many animals is either to be unwanted by man, wanted too much. Isn't it enough that animals the world over live in permanent retreat from human progress and expansion? But for many species, there is simply nowhere else to go. Es ist klar, unsere Lebensweise, so wie sie jetzt ist, kann nicht so weitergehen. Das System ist am Ende und es macht jetzt auch keinen Sinn mehr, irgendetwas zu studieren, wovon man sich einen gut bezahlten Job verspricht. Das ist so, als würde man 1945 an die Front gegangen sein und an den Endsieg von Hitler geglaubt haben. Aber müssen wir unser System weiter aufrechterhalten? Verlieren wir irgendwas? Leben wir in einer harmonischen Welt miteinander, wo es kein Arm und kein Reich gibt? Wo Jung von Alt lernt? Wo wir keinen Stress haben, kein Burnout?
Eine Welt, die wir unseren Kindern vererben möchten? Deshalb heißt dieses Jahrhundert, vor dem wir stehen, entweder ein Jahrhundert des totalen Umbaus oder ein Jahrhundert der Gewalt, der Verteilungskonflikte und, ich würde sagen, der Dezivilisierung der Menschheit. Das ist die Alternative, vor der wir heute stehen. Und als wäre das nicht genug, kann die Sonne, das stärkste Lebenskraftwerk, in Sekundenbruchteilen fällt mehr Sonnenenergie auf die Erde, als die gesamte Menschheit in einem Jahr verbrauchen könnte. Uns jederzeit auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Denn Sonnenstürme legen ganze Stromnetze lahm. Zuerst fällt der Strom aus. Danach die Trinkwasserversorgung. Denn die Pumpen in den Wasserwerken stehen still. Das Wasser in den Speichern reicht noch für einen halben Tag. Zeitgleich kommt das Transportwesen zum Erliegen. Züge und U-Bahnen fahren nicht mehr. Regale in den Supermärkten können nicht mehr nachgefüllt werden. LKW und Autos fahren nur noch, solange sie Sprit im Tank haben. Nachtanken unmöglich. Denn ohne Strom fallen auch die Zapfsäulen aus. In lebenswichtigen Einrichtungen wie zum Beispiel Kliniken springen Notstromaggregate an. Aber nur für ein paar Tage. Ist ihr Treibstoff verbraucht, endet die moderne medizinische Versorgung. Ältere Patienten und Notfälle können nicht mehr ausreichend versorgt werden. Selbst wenn Teile des Stromnetzes schnell repariert sind, bleibt ungewiss, wann wieder Strom fließt. Denn viele Kraftwerke stehen weiterhin still. Bei ihnen kommt der dringend notwendige Nachschub an Öl und Gas nicht an, weil ohne elektrische Pumpen selbst in den modernsten Pipelines nichts befördert werden kann. Ein Teufelskreis, von dem auch die Kernkraftwerke betroffen sind. Denn bei Netzproblemen werden diese vorsichtshalber abgeschaltet. Unser modernes Leben steht still, ohne Strom. 1921 erzeugt ein großer Sonnensturm in Überlandleitungen Ströme 10-mal stärker als normal. Und Polarlichter färben den Himmel über Mitteleuropa feuerrot. Doch niemals zuvor wird ein so gewaltiger Sonnensturm dokumentiert wie im Spätsommer 1859. Enorme Starkströme schießen durch Telegrafenleitungen. Mancherorts verbrennt sogar das eingelegte Telegrafenpapier. Über den Rocky Mountains erstrahlen Nordlichter. Und das so hell, dass Minenarbeiter mitten in der Nacht mit dem Frühstück beginnen. Heute wie damals sind wir ohne Schutz den solaren Superstürmen fast hilflos ausgeliefert. Führende Wissenschaftler und Berater der US-Regierung gehen davon aus, dass eine solare Supereruption wie 1859 ganze Regionen in nur 90 Sekunden lahmlegen kann. Denn ein Sonnensturm besteht aus elektrisch geladenen Teilchen. Diese lösen elektromagnetische Effekte aus, sobald sie auf das irdische Magnetfeld prallen. Das Magnetfeld wird dabei zusammengedrückt. Die geladenen Teilchen kollidieren mit Atomen und Molekülen in der Atmosphäre. Unfassbar starke Kräfte werden frei. Strommasten wirken dann wie riesige Antennen und empfangen heftige Stromüberschläge. Diese lassen sogar die Spulen in Transformatoren schmelzen wie Butter.
Zum Glück treffen solche Megasonnenstürme nicht tagtäglich auf die Erde. Zurzeit ist es noch relativ ruhig auf der Sonne, das wird sich aber dramatisch schnell ändern, da wir in 2 Jahren, 2012, das nächste Maximum der Aktivität erreichen. Was wir wissen ist, dass aber die extrem starken Sonnenstürme schon 2 Jahre vor und dann wieder 2 bis 3 Jahre nach dem eigentlichen Maximum auftreten. Es ist so wie beim Wasserkochen, die stärksten Blasen entstehen kurz bevor es kocht. Im Prinzip kann uns also jeden Tag ein solcher Megasturm von der Sonne treffen. Wie kann ich als junger Mensch, der von all diesen apokalyptischen Szenarien weiß, die absolut real sind, positiv in die Zukunft schauen? Ich wäre nicht geboren, wenn es keine Lösung gäbe. Und die habe ich entdeckt. Einfach jetzt machen. Wir brauchen keine Bücher mehr, wir brauchen Hände. Damals, zur Zeit der Revolution, hat Schiller gesagt, man kann kein System stoppen und dann ein neues aufbauen. Man muss das rollende Rad während seines Umschwungs austauschen. Wir müssen also einen Übergang schaffen von einer global abhängigen Gemeinde in eine lokal selbstständige Gemeinschaft. Das läuft, indem wir unsere Gärten und Landschaften zu Permakulturen entwickeln, wo jedes Jahr der Boden fruchtbarer wird, mehr Vielfalt, mehr Leben entstehen kann. Diese Permakulturen können uns voll und ganz mit allem, was wir brauchen, ernähren und ermöglicht es der Natur, sich selbst zu heilen. Dann könnten in Zukunft sogar 20 Milliarden Menschen sich vollwertig gesund auf der Erde ernähren. Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen zielt. Es ist ein Denkprinzip, das auch Bereiche wie Energieversorgung, Landschaftsplanung und die Gestaltung sozialer Infrastrukturen umfasst. Grundprinzip ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen. Wenn wir nach diesem Prinzip gehen, mit der Natur zu arbeiten, ist es zum Beispiel möglich, selbst an kalten Orten wie dem Lungau in Österreich mit 4 Grad Jahresdurchschnittstemperatur, wo sonst nur Fichten und Legföhren wachsen, sogar Zitronen und Orangen anzubauen. Da ist eine Vielfalt. Da sehen Sie, das sind Rosen. Das sind Indianernesseln. Dann sind da großfrüchtige Haselnüssen. Dann ist hier Mohn. Dann ist Zitronenmelisse. Dann ist da Schnittlauch. Dann sind da Minzen. Und da hier Johannisbeeren, ne? Bis am Boden, da ist alles voll. Und so geht es weiter, dann sind da hier Feigen, gleich da vorne, Zitronen, ausdauernde Sonnenblumen, die Heilpflanzen. So kann das alles aufwachsen. Da drinnen ist ein großer Lärchenstock, ein paar Meter hoch, so mit 1,50 Meter Durchmesser in etwa. Der reguliert die Feuchtigkeit, die Temperatur, gibt den anderen Pflanzen, den Wärmebedürftigen, den Schutz, so dass da die Kiwi wunderschön wachsen können. Sehen Sie, das sind die Kiwi, die chinesischen Kiwi. Dann ist hier Eukalyptus, da hier, dass der nicht erfriert. Dann ist hier Nussbaum. Und dann sind hier herunten die verschiedensten Förderpflanzen. Die Pfefferminze, Herzgespann, Schwarzwurz, Waldkartoffel, Meerrettich, Iris, Knöterich, Zichore, also Wein, Salbei, was dort wächst, Rosen und vieles andere, was da noch in Symbiose wächst, ohne dass man nur irgendwas düngen, gießen oder pflegen muss. Das erhält sich selbst. John und seine Frau Peres bewirtschaften 2 Hektar Land. Seit 2008 wenden sie die Push-Pull-Technik an.
Drei Jahre später haben sie das Striga-Unkraut und den Stängelbohrer vollständig beseitigt und verzichten nun vollständig auf Dünger und chemische Pestizide sowie auf den transgenen Mais, den Monsanto in Kenia einzuführen versucht. Früher hat dieses Feld nur sehr geringe Erträge abgeworfen. Pro Hektar haben wir 92 Kilo Säcke geerntet. Inzwischen ist der Ertrag von 2 Säcken auf 22 bis 24 Säcke pro Hektar angestiegen. Ever wonder what's this longing? Whispering at your heart. For the thing that you were meant for. But you don't know where to start. Father, can you hear me? I'm listening to you now. And I'm ready. Trust you to lead and guide me somehow. The creator of the universe concerns himself with me. He's passionately revealing his culture of love and of peace to Eden. Eden is the place of freedom. To Eden, Eden, Eden is the place of freedom. Yeah, your yoke is easy and your burden is light. Help me to lean on you the rest of my life. To Eden. It's really worth having a good close look at this, because this is something you need to understand is possible. You've just got to realize how small this place is and how many species there are that are of value. So the diversity is just phenomenal for such a small space. Function in this city, the roofs will be taken over by forests and vegetation, and nature would reclaim this back as habitat. And this roof would be one of the best. It would be one of the first to go back. We're just working with nature and the way nature wants to operate. We'll go with that system. That's the system we're backing. Ähnlich zu Kuba sieht sich nun auch die US-amerikanische Stadt Detroit gezwungen, etwas zu verändern. Noch immer verlassen jedes Jahr 15.000 Menschen die Stadt. Doch viel spannender ist, was die machen, die zurückbleiben.
Immer mehr Detroiter sagen sich nämlich, okay, wir haben keinen Job und kaum was zu essen, dann bauen wir unser Obst und Gemüse eben selbst an. Leerstehende Flächen gibt es ja genug. Und so werden zerfallene Fabrikhallen zu Gewächshäusern und verwaiste Vorgärten zu Salatbeeten. Urban Farmers nennen sich die, die die Not zur Tugend machen und neben gesundem Essen auch noch für Jobs und ein ganz neues Selbstbewusstsein sorgen. Ganz nach dem Motto, hier in Detroit wurde schon das Fließband erfunden. Warum sollte sich hier nicht eine zweite Revolution abspielen? Fresh. Good. Out the garden. That's the best thing you can eat. Wir müssen lernen, selbst für unsere Nahrung zu sorgen. Gesunde Ernährung und urbane Landwirtschaft sind wie eine neue Revolution. Für Navarra ist dieser Garten eine Oase in der Lebensmittelwüste und die Chance für die Einwohner von Detroit. Ich sehe kein Problem darin, dass die Supermärkte aus Detroit abgewandert sind. Das gibt uns die Gelegenheit, uns selbst zu versorgen. Wir warten nicht darauf, dass uns hier jemand zu Hilfe kommt. Wir helfen uns selbst. Das ist Teil unseres Modells. Ebenso auch diese Freiwilligen eines Drogenrehabilitationsprogrammes arbeiten hier auf dem Beet als Gemeinschaftsarbeit. Ja, weißt du, die Nachbarschaft hier ist alles total heruntergekommen, aber durch Programme wie diese hier leben wir wieder auf, es erblüht wieder. Die Rektorin sieht sie als Schule des Lebens, des Überlebens in einer Stadt wie Detroit. Vor ein paar Jahren standen wir noch kurz vor dem völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Heute wäre es sinnvoll, wenn jeder in seinem Garten etwas Gemüse anbauen würde. Wenigstens meine Schülerinnen sind darauf vorbereitet, sich den Sommer über selbst zu versorgen. Unser nächster Schritt wird darin bestehen, ihnen Vorratshaltung beizubringen, das Einkochen, Einfrieren und Trocknen von Lebensmitteln. Menschen, die nicht darauf warten wollen, dass das ganze System zusammenbricht oder ein alternatives Leben suchen, die organisieren sich jetzt schon in sogenannten Transition Towns, also Städten im Wandel, und bauen Gemeinschaftsgärten auf, veranstalten Klamottentauschpartys und machen sich Gedanken dazu, wie sie ihre Stadt von global abhängig in lokal resilient verwandeln können. Hier die Energiegruppe der Transition Town Easton in England. Nur wenn wir Klimawandel und Peak Oil gemeinsam betrachten, merken wir, wie notwendig es eigentlich ist, dass wir das Leben in der Gemeinschaft lokaler und resilienter gestalten, indem wir uns lokal ernähren und unsere Produktionsstätten wieder näher an unsere Wohnorte bringen. Das Statement, wir sind eine Transition Town, ist eine sehr kraftvolle Aussage, die viele als sehr nützlich empfinden. In den Transition Towns entwickelt man nach dem Denkprinzip der Permakultur nachhaltige Ideen für ein langfristiges Leben mit der Natur. So geht es auch darum, wie man das Essen denn mit den Kräften der Natur kochen kann, ob im Solarofen oder im Ofen aus Lehm. Alternative Transportmöglichkeiten und wie man viel Strom sparen kann, indem man zum Beispiel die Küchengeräte auf handbetriebene Geräte umstellt. So spart man sich gleichzeitig das Fitnessstudio. Nachdem hier Ideen der Permakultur und der Transition Town vorgestellt worden sind, erkläre ich nochmal, warum eben genau diese Ideen uns vor den kommenden bedrohenden Krisen befreien und uns gleichzeitig Wohlstand für alle bescheren. Wenn wir lokal unsere Lebensmittel anbauen, auf Flächen, die bisher Brachland oder Monokulturen waren, fallen Transportwege weg, werden keine Pestizide oder Kunstdünger mehr gebraucht. Machen wir die Erde wieder fruchtbar und fördern die Artenvielfalt. Verbringen wir mehr Zeit miteinander, füreinander und haben ein gemeinsames Ziel. Wenn wir energieeffizient leben, mit den Rohstoffen, die uns unmittelbar zur Verfügung stehen, und Stoffkreisläufe schließen, brauchen wir nicht weiter die Umwelt zerstören, um die letzten Rohstoffe auszurauben. Produzieren wir keinen Abfall mehr. Wenn wir fokussiert lokal wirtschaften, sind wir nicht mehr vom Geld abhängig und können uns mit Lokalwährung, Tauschen oder Schenken helfen.
brauchen wir uns nicht länger durch Ausbeutung anderer bereichern, sondern bereichern uns selbst. Alles, was wir brauchen, ist bereits da. Der Wandel kann beginnen. Thank you.